We are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir kürzlich für etwas mehr als 4 Euro, ja für knapp 5 Euro sagen wir mal, habe ich mir The Forest gekauft. Ein schon etwas älteres Spiel, muss ich zugeben. Irgendwie habe ich es nie geschafft, mir das zu kaufen, weil mir das immer zu teuer war. Und ja, inzwischen ist ja schon der zweite Teil draußen. Wie gesagt, das war im Sale und jetzt habe ich endlich mal Gelegenheit gehabt, mir dieses hervorragende Spiel ausführlich anzusehen. Und das machen wir heute zusammen, indem ich mal kurz die Spielelemente erkläre. Ich habe hier schon mal ein Lagerfeuer platziert. Mit unserem Feuerzeug können wir das anmachen. Dann schmeißen wir da ein paar Blätter drauf. Und jetzt hoffe ich, dass ich auch was zu essen habe. Ja, Fisch. So, den legen wir aufs Feuer. Und jetzt heißt es warten, bis der Fisch fertig ist. Und in der Zwischenzeit erkläre ich euch hier mal die Schlüsselelemente vom Spiel. Oder auch nicht, weil das sollte eigentlich relativ flott jetzt gehen. Ich wurde eben gefangen zum ersten Mal. Jetzt kann ich den Fisch direkt essen. Von den Eingeborenen hier. Hab mich soeben befreit aus dem Gefängnis. Wie das läuft, das seht ihr vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal. Jetzt bin ich erstmal ziemlich am Ende mit meinen körperlichen Kräften. Auch die Gesundheit ist ziemlich am Boden, deswegen erstmal was essen. So, mit I kommen wir ins Inventar. Leider habe ich keine Medizin mehr hier rumliegen. Baumharz, Blatt. Das bringt mir alles nichts. Totenschädel. Rohes Bein. Essbar. Sollen wir das mal versuchen zu braten? Ha, ich glaube, das geht sogar. Na gut, nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis. Ja, ich habe hier schon allerhand. Ups. Gar nicht gut. Was passiert denn hier? Ah, okay. So, das kann ich jetzt essen, wenn ich möchte. Was soll's? Ich gönn mir. Oh je. Das sieht gar nicht gut aus alles. Ich brauche Heilung. Dringend Heilung.
Jo, also wir wachen hier auf, nachdem wir mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Das habt ihr im Intro gesehen. Und ich habe gedacht, ich baue mir hier direkt meinen Zeltplatz auf. Hier kann ich speichern und schlafen. Hier habe ich ein... Ja, kleinen Garten. Da passiert allerdings noch nicht viel. Des Weiteren hatten wir irgendwo eine Hasenfalle. Allerdings ist die... Ah ne, da hinten. Gucken, ob da irgendwas drin ist. Leider nein. Was lernen wir aus dieser Geschichte hier? Esst kein Fleisch, von dem ihr nicht wisst, wie lange es da schon rumliegt. In der Hasenfalle ist leider auch nichts drin. Also wir haben Garten, Hasenfalle, Unterschlupf, ein Lagerfeuer sowie ein Sammelbehälter für Regenwasser, damit wir frisches Wasser zum Trinken haben. Das ist mal so die Grundausrüstung. Ja, und jetzt heißt es mal nach Nahrung Ausschau zu halten. Vielleicht nach Medizin. Vielleicht liegen hier noch ein paar Koffer rum. Oh, das war auch wieder giftig. Was mache ich hier? Das Glück ist mir nicht wirklich hold. Oh, ich sehe nur noch schwarz-weiß. Ich glaube, das ist auch wieder giftig. Also ich hatte darauf spekuliert, dass hier noch ein paar Koffer rumliegen von Überlebenden, aber das dem ist anscheinend nicht so. Hier hat es überall Tiere, die Welt lebt, das Wetter wechselt sich ständig ab. Es regnet öfter mal, es stürmt öfter mal, habt ihr gerade miterlebt. Ein tolles Spiel, allerdings bin ich gleich tot, wenn ich nicht dringend irgendwas zum Heilen finde. Ja, Stücke, Steine könnt ihr hier einfach einsammeln, kleine Steine, große Steine. Auch Beeren wachsen hier an Büschen. Um Blätter zu farmen, einfach auf Büsche draufhauen. Habt ihr unten links gesehen, es wurden Blätter gesammelt. Vielleicht sind hier noch ein paar Koffer von Reisenden. Denn da ist gerne mal Medizin drin. Aber so langsam, ich glaube, die verschwinden mit der Zeit, die Koffer oder die Eingeborenen haben die schon geplündert. Ich weiß es nicht genau, ob die das machen. Da war noch was, aber der war wohl schon geöffnet, der Koffer. Also ich glaube, ich kann mir das hier abschminken. In dem Fall sollte ich mich mal auf die Suche nach einem natürlichen Heilmittel machen. Ich weiß, es gibt Aloe Vera Pflanzen. Habe aber leider vergessen, wo. Also das hier ist recht creepy, eine Mischung aus Ark oder auch Valheim und dann kommt da noch so ein bisschen so ein Zombie-Survival-Element dazu, denn hier gibt es Eingeborene, vor denen wir uns hüten sollten. Das ist so im Wesentlichen das Spiel. Zeige ich gleich noch das Crafting-Menü. Solche Sachen. Ich hatte wirklich gehofft, ich finde hier Medizin. Aber das sieht ganz, ganz schlecht aus. Einen Topf habe ich auch schon. Stöcke, Fische. Oh, hier gibt es tatsächlich Aloe Vera, glaube ich. Ja, Fischen geht so, ihr haut einfach mit der Axt mal auf den Fisch und wenn ihr Glück habt, stirbt er. Die Leiche des Fisches einsammeln, braten und dann können wir das auch schon essen. Also das war Aloe Vera, aber leider nicht viel.
Ich esse das jetzt mal. Zwei Stücke waren das und es dürfte mir jetzt etwas besser gehen. Ihr seht es unten rechts, die rote Leiste füllt sich. Das ist gut und mehr gibt es im Moment nicht. Euer Haus findet ihr übrigens immer wieder. Das wird euch angezeigt. Als Haus in dieser Richtung liegt das. Das ist sehr praktisch, weil sowas wie ein Kompass gibt es nämlich nicht. Oder vielleicht müssen wir den erst bauen, weiß ich nicht genau. So, ich glaube, das sind eben diese Giftpflanzen hier. Chicorée war das. Und das sind die Koffer, auf die ich spekuliert hatte. Aber wie gesagt, da gibt es momentan leider keine. Chicorée, Chicorée. Und dann bin ich wohl voll. Also das Inventar habt ihr schon kennengelernt. Kleiner Stein, Chicorée. Kann man das essen? Ich glaube schon, es heilt mich zwar nicht, aber es stillt meinen Hunger, immerhin. Ja, mit B öffnen wir das Überlebensbuch. Hier gibt es Grundlagen des Überlebens. Ganz viel zu lesen. Das ist der Jagdunterstand, den ich euch gerade gezeigt habe. Schritt 2 ist dann ein Feuer. Schritt 3 die Essenssuche. Hier muss man unterscheiden zwischen Giftpflanzen und ja, essbaren Pflanzen. Hier rechts haben wir ein Lexikon, wo die ganzen Pflanzen aufgeführt sind. Auch Fische werden hier aufgeführt und sonstige Tiere. Die Herstellung erkläre ich euch gleich nochmal. Das ist also so Grundlagen des Überlebens. Das Tutorial, wenn man so möchte. Hier rechts finden wir sowas wie das Lexikon. Und dann geht's weiter. Hier sind verschiedene Feuer, die wir machen können. Dann gibt es Unterkünfte. Ihr seht, die Tabs schalten hier um. Wenn ich hier weiterklicke, kleine Blockhütte, Blockhütte. Dann gibt es aber auch einen Freibauen-Modus, den sehen wir gleich. Es gibt Essensdinge, die wir fürs Essen benötigen. Also Hasenkäfig, Garten, Trockengestell. Dann gibt es verschiedene Dinge zur Lagerung und zum Transport. Hier können wir eben eigene Häuser bauen, frei bauen sozusagen. Wir können verschiedene vorgefertigte Elemente miteinander kombinieren, einfache Bauten. Holzziel, Signalflagge, Kletterseil, Baumharzsammler. Was kann man denn mit dem Baumharz machen? Muss ich mich auch mal schlau machen. Es gibt hier den Bereich Möbel. Deckenschädellampe. Ja, ich habe einige Schädel. Jetzt weiß ich auch, was ich damit machen kann. Dekorationen. Fortgeschrittene Fallen. Kleine Fallen. Ach, das, was ich da vorhin gebaut habe, ist nur ein Hasenkäfig. Was ich brauche, ist eine Hasenfalle. Sehr interessant. Bauen wir uns gleich. Verteidigung. Boote gibt es sogar. Hausboot. Signale. Eine To-Do-Liste, Statistiken und dann hier noch einige Hinweise zur Herstellung. Oh, jetzt ist es dunkel. Ich glaube, ich lege mich mal schlafen. Vorausgesetzt, ich finde mein Nachtlager. So, damit können wir zumindest einen Teil der Nacht überspringen.
Ja, jetzt graut schon wieder der Morgen langsam. Ich habe Durst. Gucken, ob da noch was drin ist in meiner Wassersammelgeschichte. Na, ein bisschen was zumindest. Also ich bin immer noch stark angeschlagen, aber zumindest nicht hungrig. Das ist gut. Und auch nicht durstig. So, dann bauen wir jetzt die Hasenfalle. Frage ist, wo bauen wir die am besten hin? Ich baue die einfach mal hier hin. Wir öffnen das Baumenü. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Und platzieren dann die Falle. Essen, Lagerung. Möbel. Kleine Fallen, das ist die Hasenfalle. Die wird hier einfach so hingestellt. Und das ist jetzt erstmal nur der Rohbau sozusagen. Und das muss ich jetzt mit reichlich Stöcken noch kombinieren, damit das Ganze irgendwann fertig wird. Ihr habt schon gesehen, ich kann nur eine bestimmte Menge an Stöcken tragen. Ah, hier hat es noch Koffer ungeöffnete. Alkohol ist da drin, Stoff. Aber leider keine Medizin. Noch mehr Stöcke. Jetzt werde ich mir mal was zu essen machen gleich. Das dauert dann ja auch wieder eine Weile. So, einmal Wuss. Einmal anzünden das Feuer. Wo ist es denn? Ja. Bisschen anheizen das Ganze, dann den Fisch platzieren und ich denke, da werde ich beide Fische brauchen. Wenn wir die Dinger umhauen, dann die Büsche, dann droppen die auch Holz. Ja, die große Frage ist, wie kann ich mich hier wieder erholen, gesundheitlich, zeitnah? Es wird erstmal gegessen. So, das war jetzt wichtig. Ja, von den Eingeborenen möchte ich jetzt gerade nicht allzu viel zeigen. Einfach weil ich mich von denen nach Möglichkeit mal versuche fernzuhalten. Und ich will euch auch da nicht unbedingt spoilern. Wahrscheinlich kennt ihr das Spiel eh schon. Das ist ja wie gesagt schon ein paar Jahre alt. So, noch drei Stöcke. Und dann steht die Hasenfalle. Was liegt denn hier rum? Stock. So, passt schon. Baue jetzt erstmal fertig die Falle. So, fertig ist die Hasenfalle. Sehr schön.
Ja, und dann geht's wieder von vorne los. Wir brauchen Essen, Trinken. Vorteil ist, ich weiß jetzt ungefähr, wo der See ist. Ja, das ist der Forest. Also ich finde es ganz gut. Mir macht Spaß. Inzwischen gibt es einen Nachfolger, glaube ich. Der ist ja auch wieder um die 30 Euro rum. Auch wieder nicht gerade günstig. Und da auch dieses Spiel gefeiert wird von manchem, dachte ich gucke mir erstmal das an. Jetzt finde ich den See wieder nicht mehr, das gibt's ja gar nicht. Ringelblumen. Medizin, tatsächlich habe ich noch mal Glück gehabt. Hier liegen noch ein paar Koffer in der Gegend rum. Mit einem Tennisball zum Beispiel, den brauche ich aber gerade nicht. Noch mehr Medizin. Manchmal muss man auch Glück haben im Leben. Einen Snack sogar. Keine Ahnung, wie die hierher kommen, diese Koffer. Ehrlich gesagt, warum die jetzt so weit weg sind vom Flugzeug. Ob die vorhin schon da waren oder ob. Na, ich weiß es nicht. So. Kleiner Spoiler. Die Eingeborenen hier, die machen solches Zeug. Ganz viele Schädel und Markierungen und Skalpe und ähnliches. Also mit denen ist nicht zu spaßen, so viel kann ich schon verraten. Das sind die Eingeborenen hier in The Forest. Wo ist mein See? Auch wieder so ein spooky Ding. Was war das wieder? Die klappern auch so, hört ihr das? Na, ich gebe mich jetzt erstmal zufrieden hier mit meinem Snack. Hier ist ein See, aber ich glaube, da sind wiederum keine Fische drin. Ah. Einer immerhin. Noch einer. Na, okay, dann geht's jetzt wieder zurück. Bin gespannt, was mich hier noch so erwartet in dem Spiel. Schon einige böse Überraschungen erlebt. Aber auch gute. Also mir gefällt das Crafting-System. Ist relativ einfach gehalten. Ist ein bisschen anders wie in Ark zum Beispiel. Hier war ich noch nie und hier liegen wieder ganz viele Koffer rum. Boah. Ihr habt gesehen, was das war. Schnell weg. Der folgt mich jetzt wahrscheinlich eh. Na, vielleicht kann ich ihn auch abhängen. Leider sehe ich mein Haus gerade nicht. Ah, da unten.
Ihr merkt, auch die Energie ist endlich. Auch die ist irgendwann verbraucht. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich Glück hatte und dass der Vogel mich nicht verfolgt. Da ist ein Käfig. Ja, die Koffer, die fliegen hier rum, komischerweise. Hasenfalle. Das war's im Wesentlichen. Wollt euch das Spiel mal kurz vorstellen. Wollt euch mal ins Bilde setzen, was ich gerade spiele. Was haltet ihr von dem Game? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Speichern könnt ihr hier auch. An eurer Schutzhütte. Ja, und dann bin ich auch schon wieder raus. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.